möchte mit mir tanzen. Ich kenne jemanden, der tanzen will. Ich! Sollen wir tanzen? Cha-cha-cha! Bada-ba-da-da-da! Bada-ba-da-da-da-da! 10 plus 10 ist gleich 20! Hallo, hallo! Möchte da jemand tanzen? Ich hab die Schuhe, Schritt. Ich hab den Stock, Schritt. Ich hab den Zylinder, Schritt, Schritt, Schritt. Seid ihr bereit für die große Tanzeinlage? Hier komme ich. Ich bin die 20 und ich liebe den Tanz. Mit vielen Schritten, die ich kann. Ich bin groß und bin drahtig, anmutig und zart. Ich wieg mich in meinem Fandango. 2 Zehner und nicht mehr, auf der Tanzfläche bin ich und tanz zu dem 2-Zehner-Tango. Halber Weg zur 20, dreh mich wieder um. 11, 12, 13, 14, 15, dann 16, 17, 18, 19, 20. Meine 2 sagt, ich bestehe aus 2 Zehnern. Und wer denkt, ich bräuchte noch mehr? Du brauchst nicht mehr! So bin ich geschaffen, großartig gewichtet, um geschmeidig zu tanzen zum Mambo. Und dann auf Kommando teile ich mich in 2 Teile und tanz zu dem 2-Zehner-Tango. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass dich kurz fallen und dreh dich wieder um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 Freunde, 2 Zehner ergeben 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halber Weg zur 20, dreh mich wieder um. 11, 12, 13, 14, 15, dann 16, 17, 18, 19, 20. Ich habe noch mehr Freunde, die ich euch vorstellen möchte. Das ist das 10-2-Heißer-Schuh-Shuffle. 10 von uns in einer Reihe. Das ist das 10-2-Heißer-Schuh-Shuffle. Willkommen zur 10-2-Heißer-Schuh-Show. Wir schaffen zum Takt, ja, wir schaffen zum Takt. Die Leute sagen, unser Shuffle ist echt cool. Das ist das 10-2-Heißer-Schuh-Shuffle. 10 von uns in einer Reihe. Das ist das 10-2-Heißer-Schuh-Shuffle. Bei beiden jetzt ist es Zeit zu gehen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich bin die 20 und ich liebe den Tanz. Mit vielen Schritten, die ich kann. Ich bin groß und bin drahtig, anmutig und zart. Ich wieg mich in meinem Fandango. 2 Zehner und nichts mehr, auf der Tanzfläche bin ich und tanz zu dem 2-Zehner-Tango. 2 Zehner und nichts mehr, auf der Tanzfläche sind wir und tanzen zu dem 2-Zehner-Tango. Wenn ihr alle bequem sitzt, dann fange ich an. Kapitel 16. Eine 6 läuft in eine 10. Autsch! Jetzt sei hier euch vorgestellt. Jemand, der euch gut gefällt. 10 macht sie wunderschön. Ich bitte um Applaus für die 16. Hallo 10. Wo ist die 16? Genau hier. Ich bin die 16. Jetzt kann die Party richtig losgehen.
Es ist schön, hier zu sein. Und hier, und hier, und hier. Schaut euch das an. Ein Quadrat, das sich im Kreis dreht. Hey, wisst ihr, was Neuns Lieblingsgeschichte ist? D'Artagnan und die drei Muskelquadrate. Quadrate. Wenn ihr mal im Quadrat springen wollt, hier bin ich. Ich bin ein Quadrat. Mega Quadrat. Mit einem... einem Quadrat in der Mitte. Kapitel 17. Künstlerporträt im besten Alter. Hallo, die 17 hier. Heute zeige ich euch, wie man ein Selbstporträt malt. Es geht los. Oh, meine Güte, das sind ja 17 Selbstporträts. Lasst es uns noch einmal probieren. Ich bin 10 und 7. Also, male ich die 10 und dann die 7. 17 Stück von jedem. Oh, ich werde das niemals hinbekommen. Atme mal tief durch. 1. Das ist es. 1. Bleib da stehen. Und da, 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 und da. 17 Einsen ergeben zusammen eine 17. Und die ist wirklich bildschön. Kapitel 18. Volldampf raus! Die rasende 14 hier berichtet live von dem Versuch, die schnellste Zahl aller Zeiten zu werden. Rakete 10, bereit zum Abfeuern. 2, 4, 6, 8. Bist du langsam, dann gut nach. Hat jemand gesagt langsam? Die 18 ist so schnell wie das Licht. Eine Reihe und ab geht's. Willst du sehen, wie ich noch schneller düse? 2 Reihen und ab geht's. 3 Reihen und ab geht's. 6 Reihen und ab geht's. 9 Reihen und ab geht's durch die Schallmauer. 18, 18. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. 18 Reihen und ab geht's. Mach das nicht, mach's nicht. Tunnel. Na, das war ja ein schneller Ritt. Kapitel 19. Beweglichkeit. Ich bin die 19. Wenn ich versuche, ein Rechteck zu machen, liege ich immer einen Block daneben. Oh, aber wer braucht bitte Rechtecke, wenn man in der Lage ist, Formen wie diese zu machen? Wow! So viele Formen, so vielseitig. Der Blumentopf, der Helikopter, wunderbar. Und siehst du, wie leicht die 10 die 9 dreht? Fantastisch! Und zum Schluss noch das Pferd. Ich bin einzigartig. Ich gehe meinen eigenen Weg. Kapitel 20. Wie man Freunde findet. Hallo, ich bin 10. Ich bin noch eine 10. Lass uns Freunde sein. Ich bin die 20 und ich finde leicht Freunde. In mir steckt 10 mal die 2. Schubidabidu. Gute Nacht. Schöne Träume euch allen. Manchmal träumen wir von viel, fragen uns, komme ich ans Ziel? Doch tun sich in dir Kräfte auf, hält nichts auf dieser Welt dich auf. Oh ja! Aus der 11 wird 10 und 1. Beide schießen hoch, vereint. Hopp! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1 mehr ist Planet 11! 1 plus 10 nimmt teil am Spiel. Ein Fußballmatch im Alien-Stil. Die anderen haben den Start gesehen und wollen auch ins All nun gehen. Die 12 kann es nicht mehr erwarten. 10 und 2 ins All gleich starten. 10 Planeten. Und 1, 2 mehr ist Planet 12. 10 plus 2 gehen hier an Land, an einem wunderschönen Strand.
Hoppala. 13 teilt sich auf 3 und 10, sie steigen auf. 10 Planeten. Und 1, 2, 3 mehr ist Planet 13. In einer Schlucht sind 10 plus 3 das Echo, hier bringt sie in 2. 13. Hey. 14 teilt sich auf famos in 10 plus 4 und schon geht's los. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4 mehr sind Planet 14. In 4 plus 10, da steckt viel drin. Für ihn macht Schwerkraft keinen Sinn. Still, still. 15, husch, husch, ist 5 und 10. Sie wollen auch das All mal sehen. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5 mehr ist Planet 15. 5 plus 10 will hier nicht bleiben. Lieber will sie Treppen steigen. Auch 16 will den Flug vollbringen. 10 und 6 schon auf sich schwingen. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr ist Planet 16. Für 6 plus die 10 ist es fast ein Traum. Quadratisch sind Biene und Käse und Baum. Quadrat. Als Typ ist 17 sehr speziell. Drum starten 10 und 7 schnell. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mehr ist Planet 17. 7 plus 10 überrascht uns nicht, mal 17 mal das Sonnenlicht. 18 liebt Geschwindigkeit. Mit 10 und 8 ist die nicht weit. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mehr ist Planet 18. Die 8 plus 10 liebt freien Fall. Endlos rast sie durch das All. Ja, das macht Spaß. Wuhu! 19 hat auch etwas vor. Drum steigen 10 und 9 empor. 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mehr ist Planet 19. 9 plus 10 hat Riesenspaß, nachzubauen dies und das. Wow! Wow! Oh, wow! 20 wird heute Stress nicht kriegen. 10 und 10 gemeinsam fliegen. Hopp, hopp! Juhu! 10 Planeten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mehr ist Planet 20. 10 plus 10 ist 10 mal 2. Mit 20 Schuhen, da tanzt man fein. Yay! 20 neue Welten waren zu sehen. Doch leider ist jetzt Zeit zu gehen. War unser Trip für dich eine Wonne? Kehr gern zurück zum Mond und Sonne. Und tun sich in dir Kräfte auf, hält nichts auf dieser Welt. Zweimal 7. Abgefahren. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Zur Party gehen. Ihr denkt, das ist schon schnell? Dann zeige ich euch mal was richtig Schnelles. Seid ihr schnell genug, um den Looping zu machen? Und ab geht's! Machen wir's gleich nochmal! Mit dem Ding kann jeder fahren. Schaut euch den mal an. Der Doppel-Looping hat 2 Bahnen, Leute. Also könnt ihr nur drauf fahren, wenn ihr ein Rechteck machen könnt, das 2 Blöcke breit ist. Zum Beispiel so. 2 mal 9. 2 Bahnen und ab geht's! 1, 2, wuhu! Geschafft! 2 mal 6. Wuhu! Hey! 2 mal 7. Doppelglück! Doppel 7! Hey! 2 mal 8. Yay! Yippie! Das sieht nach so viel Spaß aus. Aber ungerade Nummern wie ich können kein Rechteck machen, das 2 Blöcke breit ist. Seht ihr? Lass dich davon nicht ausbremsen, 15. Die nächste Bahn könnte wie für dich gemacht sein. Ein Dreifach-Looping mit 3 Bahnen? Also, du musst nur ein Rechteck machen, das 3 Blöcke breit ist wie dieses. 3 mal 6. 3
drei Bahnen und ab geht's. 3 mal 6, wow, wieder geschafft. Na, das schaffe ich auch. 3 mal 5. Wupp. 3 mal 5. Wow. Fantastisch, du bist so schnell, 18. Du kannst einfache Loopings fahren und Doppelloopings und Dreifachloopings. 3 mal 4. Ha, kein Wunder, denn mein Bruder und ich sind beide Superrechtecke. Das bedeutet, wir können unterschiedliche Rechtecke sein. Zum Beispiel solche mit einer Reihe. Und 2 Reihen. Und 3 Reihen. Aber das ist nicht alles. Wir schaffen sogar beide 6 Reihen. 6 mal 3. Ja, das stimmt. 6 mal 2. Aber wofür brauchen wir 6 Reihen? Es sei denn, es gibt einen 6-fach-Looping. Oh nein, wie kommen wir denn da hoch? Geduld. Lass mich das machen. Ich bin 12. Ich bin ein Superrechteck. Meister der Reihen. Oh, Moment. Geht das auch noch mal? Schaut her, der Super-Duper-Looping. Los! Verwandlung! 1 mal 18. 1 mal 12. Wow. 2 mal 9. Verwandlung! 2 mal 6. Verwandlung! 3 mal 4. Super, Schwesterherz, weiter geht's. 3 mal 6. 6 mal 3, später. Verwandlung. 6 mal 2. Puh, das war schnell genug für mich. Aber nicht für mich. Hier kommt der 9-fach-Looping. 9 mal 2 und ich komme. Wow, 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 wow! Abgefahren, Alter! Bist du in Ordnung? Das war richtig erfrischend. Und um gleich etwas anderes schnell zu tun, einfach nur noch liegen. Schnell wie eine Rakete! Okto-Schnelligkeit! Zu schnell! Oh, oh! 10 plus 8! Ist gleich! 18! Erfrischend! Hey, Zeit rauszufinden, wer ich bin. Oh, geschafft! Ich bin die 18 und ich bin ein super schnelles Superrechteck! Und ich liebe es, schnell zu sein! Ja! Oh, so groß! Umfaller Wettbewerb! Gewonnen! Aha! 18 mal 1! Ein Strahl ist, was ich brauche. Ein Strahl, um schneller zu sein. Ich beginne zu glühen und ich flieg, flieg, flieg! Huh. 18 Einser, das macht Spaß! Zu schnell! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Immer wenn es um Beschleunigung geht, bin ich der unbestrittene Meister! Ich bin der Schnellste im ganzen Land! Verändere meine Form, wenn ich schneller werden will. Wechsel! 9 mal 2, 2 Strahlen und los geht's! Ich bin die 18, eine schnelle Maschine, ich verschnelle die ganze Welt. Seht mich sausen mit einem lauten Knall. Reit auf Strahlen, weil's mir gefällt. Oh! Ein Zweier! Wuhu! Acht, 10, 12, 14, 16, 18, Brrr, Wechsel, 6
mal drei. Drei Strahlen, das brauche ich jetzt. Drei Strahlen, werd schneller, das fetzt. Ich beginne zu glühen und ich flieg, flieg, flieg. Wow. Wow. Sechs Dreier, yippie. Zu schnell. Drei, sechs. Nein. Zwölf. 15. 18, coole Sache. Immer wenn es um Beschleunigung geht, bin ich der unbestrittene Meister. Ich bin der Schnellste im ganzen Land. Veränder meine Form, wenn ich schneller werden will. Drehung! 3 mal 6. 6 Strahlen und los geht's! Ich bin die 18, eine schnelle Maschine. Ich verschneller die ganze Welt. Seht mich sausen mit einem lauten Knall. Rad auf Strahlen, weil's mir gefällt. Wow. Yeah! 3 mal die 6. Mission Hex Hex. Das ist zu grell, wir sind jetzt zu schnell. 6. 12. 18. Ich bin's wieder. Wechsel. 2 mal 9. 9 Strahlen, das brauch ich jetzt. 9 Strahlen, werd schneller, das fetzt. Ich beginn zu glühen und ich flieg, flieg, flieg. 3 mal 4. Zwei Neuner, parallele Linien. 9. 18. Habt ihr mich vermisst? Immer wenn es um Beschleunigung geht, bin ich der unbestrittene Meister. Ich bin der Schnellste im ganzen Land. Veränder meine Form, wenn ich schneller werden will. Bereit für den großen Wurf? Wechsel! 1 mal 18, 18 Strahlen und los geht's! Bin so schnell, bin schneller aus dem Raum. Hältst mich nicht im Zaum, ich bin so schnell wie ein flüchtiger Traum. Bin die 8 und 10, nie zu spät gesehen, ich bin Octoblock auf der Rakete! Yeeha! Bin die 18, eine schnelle Maschine, verschneller die ganze Welt. Seht mich aus mit einem lauten Knall, hört auf Strahlen, weil's mir gefällt. Um die ganze Welt! Wie stopp ich dieses Ding? So können wir es auch machen! Danke fürs Mitnehmen, 10. Sind wir noch rechtzeitig? Ja. Glück gehabt. Ich will die Eröffnung von Zahlenlands erster Kunstgalerie auf keinen Fall verpassen. Du und du, schaut gleich her. Ich mag es, aber wo ist die Kunst? Oh, ich habe so lange an glitzernden Einladungen gebastelt, dass ich vergessen habe, welche zu besorgen. Können wir helfen? Na, endlich, fragt ihr. Bist du sicher? Ihr seid eine Rakete. Ihr seid voller Farben. Fliegt durch das Museum und macht Kunst. Aber los. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. 10. Plus 7 ist gleich 17. Oh, das ist ja eine Überraschung. Ich bin die 17 und ich liebe es zu malen. Die kommen schon rein. Oh. Los, los, los! Ich hab nichts dagegen. Manche Maler malen nur Porträts, majestätisch wie sie da stehen. Ich kann auch Porträts malen, doch ich male 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Haha! Schaut mich an! Nein, schaut mich an! Schöne Gegenüberstellung. Manche Maler malen blaue Vögel in der Natur, ihr werdet's gleich sehen. Doch warum so wenige malen? Ich mal lieber gleich 17. 10 und 7, 17. Hey. Oh, schöne Gegenüberstellung. Manche Maler malen Blumen, sie sehen so erhaben aus. Ich mal viele Stunden, 17 von allem, das braucht Zeit. Was? Schöne Gegenüberstellung. Manche Maler malen gerne Äpfel in leuchtend grünen Tönen. Ich kann auch Äpfel malen, doch mal ich gleich 17.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hey, nein, lass das! Alberne Äpfel. Schöne Gegenüberstellung. Manche Maler malen gerne Dosen. Ich mal ne ganze Terrine. Also mal ich viele Dosen. Ich male 17. 10 und 7, 17. Suppe fertig. Schöne Gegenüberstellung. Manche Maler malen Spritzer. Manche Maler malen Punkte. Meine Zahl ist wichtig. 17 sind viele, viele Punkte. Haha! Oh, schöne Gegenüberstellung. Bleib in dieser Pose. Manche Maler malen Gesichter, sehen aus, als würden sie schreien. Ich kann auch Gesichter malen, doch ich mal 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ich schrei, du schreist, wir alle schreien nach Eiscreme. Ah! Lecker! Wartet, ich weiß, was diese Galerie braucht. Eure Kunst. Lass deine Fantasie jetzt spielen. Mal, was du willst, geh deinen Weg. Ein Stück Papiers Bestimmung ist eines Tages ein Bild zu sein. Du kannst ein Künstler sein, der Beste, den's je gab. Aber warum nur alles einmal malen, wenn du 17 Mal malen kannst? Ist das der Quadratenclub? Ich will ehrlich zu dir sein. Ja, das ist er. Quadrat. Komm rein, komm rein. Lass uns ein Spiel spielen. Steinpapierquadrate, Tiddly-Quadrate. Wie wär's mit Nullen und Quadraten? Gute Wahl. Du fängst an. Rundes Ding. Oh, ich hab's vergessen. Nichts Rundes im Quadratenclub. Du hast gewonnen. Fair und quadratisch. Quadrat. Oh. Sorry fürs zu spät kommen. Oh. Was? Oh, Entschuldigung. Puh, jetzt sind wir alle da und können endlich beginnen. Wie lautet die erste Regel des Quadratenclubs? Keine runden Dinge. Ihr habt recht. Und wie lautet denn das Motto? Auch wenn wir verschieden sind, kannst du uns stets gut erkennen. Wir sind gleich groß und auch gleich breit, dieselbe Größe zu jeder Zeit. 4 mal 4. 3 mal 3. 2 mal 2. Quadratenclub! Hurra! Zeit für ein bisschen quadratische Kunst. Hui, ha. Mein Quadrat hat 4 gleich lange Seiten und auch 4 gleiche Ecken. Wow, und meins auch. Meins auch. Bei mir sind es 4 waagerechte und 4 senkrechte. Bei mir sind es 3 waagerechte und 3 senkrechte. Bei mir sind es 2 waagerechte und 2 senkrechte. Wir sind alle Quadrate! Wie schön ist das? Oh, Zeit zum Essen. Quadratische Sandwiches, quadratischer Käse auf quadratischen Crackern, quadratische Äpfel, quadratischer Kuchen. Alles, was wir für eine quadratische Mahlzeit brauchen. Ha. Kuchen klingt gut. Rosa oder gelb? Rosa. Nein, gelb. Nein, rosa. Nein, gelb. Rosa. Gelb? Oh, ich weiß es nicht. Oh nein, die schelmischen Zweier. Wie lautet die erste Regel des Quadratenclubs? Keine runden Dinge. Ups. Runde Dinge, keine Panik, keine Panik. Reiß dich doch zusammen. Oder auch nicht. Wir drei sind... Die 3 Dreier war noch nie freier. Gute Idee. Wir sind die 1, 2, 3, 4, 4, 4er.
Was könnte quadratischer sein als Quadrat im Quadrat? Gib's mir doch nicht. Ich will dir nicht. Ich auch nicht. Nimm du sie. Jonglier doch nicht mit denen rum. Schmeiß sie weg. Wie du redest. Überlass das dir. Ein und einzig eins. Eins, 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 vier. Runter. Vier gleich lange Seiten? Vier ganz gleiche Ecken. Eine quer und eine nach unten. Eins ist eine quadratische Zahl. Willkommen im Quadratenclub, einzigartige Eins. Auch wenn wir verschieden sind, kannst du uns stets gut erkennen. Wir sind gleich groß und auch gleich breit. Dieselbe Größe zu jeder Zeit. 4 mal 4. 3 mal 3. 2 mal 2. 1 mal 1. Quadratenclub, hurra! Sieht aus, als wären wir wieder beim Schritt 1. Schritt 1. Um ein neues Spiel zu spielen. Es heißt Party in einer Schachtel. Zuerst wird gewürfelt. Und los. Wenn du eine 6 würfelst, spring auf die Schultern deines Freundes. 10 plus 6 ist gleich 16. Oh, seht, da bin ich also. Das ist doch schön, oder? Gut, dann wollen wir mal sehen, welche Formel ich machen kann. Ja! Aha. Nein, das gibt's nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich bin so aufgeregt. Oh, wisst ihr was? Ich bin die 16. Und ich bin ein Quadrat. Juhu. Also, was machen Quadrate? Ich wette etwas wirklich Tolles. Wartet, nein, lass mich raten. Ich weiß. Quadratparty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich bin die 16, quadratisch wie eine Box. Und schaut mal, ich hab 16 Blocks. Quadrat, ein richtig großes Quadrat. 16. 10 und 6. Ich mag das Spiel. 16. 10 und 6. 16. Ich bin die 16, bin die 10 und 6. Ich zeig euch Partytricks. Hex, Hex. Leg dich hin, steh auf. Leg dich hin, steh auf. Leg dich hin, steh auf. Und weiter geht's. 4 mal 4, 4 mal 4, 4 mal 4. Ich bin ein Quadrat. Oh, bist du sicher? Natürlich doch, bin die 4 mal 4. 16. Ich hab 4 Säulen, 4 Reihen hier. 4 mal die 4, so oft an mir. Ein Quadrat, gemacht aus Quadraten. Ich kann mich auch teilen. 4 Vierer. 4 Vierer. 4 Vierer. 16, schaut her. 1, 2, 3, 4, 4 Vierer. 1, 2, 3, 4, 4 Vierer. 1, 2, 3, 4, 4 Vierer. Ihr wisst, was 4 mal 4 ergibt? 16! Alles in Ordnung, 4. Es ist bloß ein richtig großes Quadrat. Wow! Ich bin die 16, bin die 4 mal 4. Bin größer als der Dinosaurier hier. Naja. Bis später, Rexy. Ich bin die 16, wollt ihr das auch sehen? Kann mich verdoppeln und verkleinern? Lass ich's geschehen. Ja. Ballon! 16, ich teile mich jetzt in Hälften. 2 Achter, wir teilen uns jetzt in Hälften. 4 Vierer, wir teilen uns jetzt in Hälften. 8 Zweier, wir teilen uns jetzt in Hälften. 16 Einser, hurra! Wir werden uns jetzt verdoppeln! 8
Zweier, wir werden uns jetzt verdoppeln. Vier Vierer, wir werden uns jetzt verdoppeln. Zwei Achter, wir werden uns jetzt verdoppeln. 16, ich werde... Oh, ich bin's doch, Dummerchen. Dup, 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 dup. Dup, dupi, dup, dupi, dup. Na, dann kommt schon. Quadrattanz. Quadrattanz. Ich bin ein Quadrat. Ich bin ein Quadrat. Freestyle. Dubi dubi du. Dubi du du. Quadratenparty. Quadratenparty. Quadraten. Na, das nenne ich jetzt mal ein Partyspiel. Ha, ich kann es nicht erwarten, den Musterpalast zu besuchen. Ist es noch weit? Schaffst du die Brücke gleich um die Ecke, sparst du dir eine Menge Strecke. Tada! Ich glaube, ich habe vergessen, die Sicherheitsschlösser dran zu machen. Ich schlage vor, wir probieren es ganz sachte. Und zwar so. Wir müssen die Brücke ausbalancieren, bevor die 15 runterfällt. Aber ich bin nicht groß genug, um es alleine zu machen. 10 ist weniger als... 15! Du brauchst 15 Blöcke, um mich auszubalancieren. Aber 15 ist 10 und 5. Wenn ich 10 also helfe... 10 plus 5 ergibt... 15! Festhalten. Wir müssen es auf die andere Seite schaffen, um die Brücke zu befestigen. Ich krieg das hin. Ich bin 3 mal 4. Ich bin ein Rechteck. Wow, das ist cool. Danke, Was ist dort los? Oh, die 12 muss ausbalanciert werden und 12 ist 10 plus 2. Los geht's, 10. Wartet mal, wo ist die 10? Beschäftigt, sorry. Wir brauchen also noch eine 10. 7, 3, ihr seid zusammen 10. Hoho, was für ein Glück. 7 plus 3 plus 2 ergibt 10. Plus 2 ergibt 12. Festhalten. Ja. Wir haben es fast geschafft. Was kann jetzt noch schief gehen? Pass auf, 13! Nicht meinen Namen sagen! Wir müssen die 13 ausbalancieren, aber wir haben weder eine 3 noch eine 10. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin nur eins kleiner als 10, bin fast so groß. Oh, und da dazu brauchen wir noch 3 Blöcke. Und das zusammen gibt 1, 2, 3, 4... 4 Blöcke! Quadratpower! Hui! 9 plus 4 ergibt 10 plus 3. Und beide Seiten ergeben 13. Hui! Festhalten! Eine Brücke fehlt uns noch. Wow, hey, wow! Wir müssen die 14 ausbalancieren. Irgendwie! Octoblock, denkt nach! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denkt nach! Wie komme ich von 8 auf 14? Ha! Von 8 auf 10 braucht es 2 Blöcke. Und 14 ist 10 und 4. Also brauche ich noch 4 Blöcke mehr. Das macht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acht. Plus 6 ergibt 14. Festhalten. Dank unseres Teams haben wir beide jetzt endlich freie Bahn.
Level 6, Brücke repariert. Übles Gift. Nächstes Mal nehmen wir den Lift. Es gibt einen Lift? Willkommen in Zehns Haus. Ihr seid alle größer als ich. Das heißt, dass jeder von euch eine Zehn in sich trägt. Versteht ihr? Ihr seid alle größer als Zehn. Und ihr habt große Träume. Wollt ihr Spaß? Ja! Ja! Den kriegt ihr. Und genau an dieser Stelle kommt ihr alle ins Spiel. Oh! Hey, Leute, lasst uns loslegen. Sehr gut. Und jetzt zeigt mir ein paar Kniebeugen. Als nächstes will ich von euch den Hüpf und zurück. Hüpf, 10. Plus 1. Ergibt 11. Hüpf, 10. Plus 2. Ist 12. Plus 3 ist 13. Hey! Hup, 10. Plus 4 ist 14. Ha, 10. Plus 5 ist 15. Hervorragend. Und jetzt dehn die 10. Hup, groß und schön. Ha, hup, hup, hup. Schwingt diese Blöcke ganz hoch in die Luft und werft sie rauf. Also L minus 1 ist 10. 12 minus 2 ist 10. 13 minus 3 ist 10. 14 minus 4 ist 10. 15 minus 5 ist 10. Boing, wie, boing, boing, wie, boing, wie, boing, wie, boing, wie, boing, wie, boing, wie. 1, 2 Einsen, 3 Einsen, 4 Einsen, 5 Einsen. Bereit? Haut rein, ihr Zähnen. Yeah! Groß, klein, zwei breit. Jetzt komm nach unten. Richtig mit dem Loch. Hopp. Und Freestyle. Ja! Stopp, stopp, stopp. Wenn das Zehns Haus ist, wo sind dann die Zehner? Ich sage, wir machen diese Etage zu meiner Etage. Und raus mit euch. Zehn. Elf. Zwölf. 13. Wuhu. 14. 15. Willkommen zu... Das ist ganz schön hoch hier. Setz mich runter. Alle von euch sind größer als ich. Dann macht euch mal kleiner. Noch viel kleiner. Ja. Ihr alle habt eine 3 in euch drin. Naja, alle außer der 13. Sie hat sich ja schon in 10 und mich aufgeteilt. Oh, 14. Du bist eins größer als 13. Die 14 rockt. Minus 1. Ergibt 13. Und für meinen nächsten Trick? 12 plus 1 ergibt 3. 10 plus 3. Du bist dran. 15. Lass uns sagen 10 und 5. Aber ich möchte 10 und 3. Und 3 ist 2 weniger als 5. Also lass uns eine 2 abwerfen. 10 und 5 minus 2 ergibt 10 und 3. 10 und 1 plus 2 ist gleich 3. Ich mach nur Spaß. 10 plus 3. Na also, jetzt macht euch alle groß. Wenn ich sage los, 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 meine süßen drei Zähnen. Woo! Boingi ho, boingi ho. Besser als Zehns Haus oder Dreis Haus wäre als Name 13. Haus. Eins, zwei, drei.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und eine mehr macht 11. Klasse. Wow, abgefahren. Lass mich mal. 2 Köpfe sind besser als einer. Gute Idee, 14. Jeder schnappt sich einen Partner für ein cooles Kopfballduell. Ich geb die Punkte. Wahnsinn. Ich nehm die 12. Zeit für dieses Superrechteck in Form zu kommen. Verwandlung. 2 mal 6. Ich hab keinen Partner. Was für ein Pech. Still, still. Agentin 15 hier. Ich bin deine Partnerin. Oh, aber sag nicht meinen Namen. Sag nicht... 13? Ups. Geht's allen gut? Seid ihr in Ordnung? Oh, sorry. Wer seid ihr? Gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Unsere Zahlen sind weg. Zahlen weg? Das Zeug auf dem Weg da? Weiß jemand, was zu wem gehört? Das sind ganz viele von denen hier. Oh, ich erinnere mich. Das ist eine 1. Fühlt sich jemand wie die Nummer 1? Wir haben alle mehr als einen Block. Ich habe einen, mehr als einen auf jeden Fall. Die Dinge ordentlich aufzureihen kann helfen. Lasst uns alle Einsen hier hinlegen. Und dann fühlt sich das richtig an. 1, 2, 3, 4, 5. Das fühlt sich vertraut an. 1, 2, 3, 4, 5. Still, still. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Schritt 1. Schau, oben auf deinem großen Block hast du einen roten Block. Wie mich. Schritt 2. Du hast 2 orangene Blöcke. Wie du. Schritt 3. Schau mich an. Schritt 4. Vier grüne Blöcke. Und Schritt 5. 5 blaue Einerblöcke. Still, still. Aber was ist mit all diesen übrigen Einsen? Es sind genug für alle da. Aber wofür sind die gut? Schaut, oben am Himmel. Ist das ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein großer weißer Block mit roten Seiten. Bereit machen zur Landung in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelandet. 10. Du bist 10. 10 mal die 1. Oder eine 10. Diese 1 steht für eine 10. Eine 10 und nicht mehr. Keine weiteren Einsen? Das macht es ja einfach. Also braucht jeder von uns 2 Zahlen. Eine Zahl ist für den großen Zehnerblock und eine für den Rest. Ich bin ein Zehnerblock und ein Block mehr, also bin ich die 11. Ich bin ein Zehnerblock und 2 Einerblöcke. Ich bin die 12. Ich bin ein Zehnerblock und 3 Einerblöcke. Ich bin die 13. Guckt euch! Gut gefangen, 10. Danke. Also, wo waren wir? Eine 10 und 0? 10. Eine 10 und 1? Ich bin 11. Eine 10 und 2? 12. Eine 10 und 3? 13. Eine 10 und 4? 14. Eine 10 und 5? 15. Jetzt können wir spielen. Köpfe bereit und auf geht's. Treppentruppe! Agentin 15, es kann losgehen. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Oh, oh, gratis Luftballons. Nur einer helfen, die Treppentruppe. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Wer ich? Ein Treppentruppe.
Na, ich kann's ja versuchen. Cool. Schritt 1. Verfolge den Luftballon. Mein Plan geht perfekt auf. Still, still. Oh. 1 plus 2 ist gleich 3. 1, 2, 3, 3 flüchtende Luftballons. Wäre doch nur die Treppentruppe jetzt da. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Oh, oh, seht doch nur. Ich bin auch treppenförmig. Vielleicht kann ich ein Teil des Teams sein. Schritt 1, verfolgen. Schritt 2, in die Pedale treten. Nichts verraten. Achtung! 1 plus 2 plus 3 ist gleich 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ballons entschwinden hier. Was glaubt ihr wohl? Wen brauchen wir? Die total tolle Treppentruppe ist hier. Seht doch nur, ist das nicht fein? Auch ich darf Treppentruppe sein. Schritt 1, verfolgen. Schritt 2, in die Pedale treten. Schritt 3, nutze das Netz. Still, still. Plus 2 plus 3 plus 4 ist gleich 10. Du frecher Vogel, bring sofort die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Luftballons zurück. Ich brauche die Treppentruppe. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Kann das sein? Ja, in der Tat. Auch ich bin Treppentruppenteil. Schritt 1, verfolgen. Schritt 2, in die Pedale treten. Schritt 3, nutze das Netz. Schritt 4, drücke die quadratische Taste. Still, still. Schnapp sie. Plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Ist gleich 15. Die total tolle Treppentruppe ist hier. Die Treppentruppe steigt jetzt auf. Die Treppentruppe steigt jetzt ab. Hey. Huh? Oh. Agentin 15. Werde ich somit zur Doppelagentin? Du hast den Test mit Bravour bestanden. Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Ihr alle habt's geschafft, ganz genau. Was, wir alle? Die ganze Treppentruppe. 15, du bist Teil der Treppentruppe. Oh, und 10, auch du bist Teil der Treppentruppe. 1, 2, 3 und 4. 6, auch Treppentruppe. 1, 2 und 3. Oh. Auch 3, bei der Treppentruppe mit dabei. 1 und 2. Und 1, du passt auch rein. Du bist also auch dabei. 1, 3, 6, 10, 15. Treppentruppe, es kann losgehen. 10 und 2. 10. Und oh. Schau mal hier. Hey, was bin ich? Oh, ein Rechteck mit einem Loch. Na dann los. Oh. Oh, ein ganz neues Rechteck. Ich bin neu. Ich bin die 12. Ich bin 10. Und 2. 12. Ja. Ich bin die 12 und ich bin ein Super-Rechteck. Die Felsen stehen da in Säulen und Reihen.
Meine Blöcke stehen da in Säulen und Reihen. Und das heißt eine Aufstellung. Aufstellung! Hey! Binne Rechteck 12, Binne 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stelle ich mich in Säulen und Reihen auf, arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 3 mal 4. Jetzt will ich hier auf meine Anzeige schauen. Aufstellen den ganzen Tag. Das kann ich ganz verschieden tun. Dann soll jetzt die Aufstellung ruhen. 4 durch 3 stelle ich hier jetzt auf. 3 mal 4, du hast es drauf. Und hörst du gleich nicht hier auf mich, korrigiere ich es jetzt für dich. Teilen jetzt! 3 Vierer! Eine 4 und eine 4 und eine 4. Rechteck heb ab. Drehen. Binne Rechteck 12, Binne 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stell ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 4 mal 3. 4 mal 3 stelle ich hier jetzt auf. 3 mal 4, du hast es drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist. Das ist echt nicht schlecht. Teilen jetzt! 4 Dreier! Schau mich an! Schau mich an! Schau mich an! Schau mich an! Wechsel! Binne Rechteck 12, Binne 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stelle ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 2 mal 6. 2 mal 6 stelle ich hier jetzt auf. 2 mal 6, du hast es echt drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist. Ist echt nicht schlecht. Teilen jetzt! 2 Sechser! Würfeln wir! Doppel 6! Drehen! Binne Rechteck 12, Binne 10 und 2. Ich stelle auf, das ist, was ich tue. Stelle ich mich in Säulen und Reihen auf. Arrangiere ich mich und mein Rechteck sieht so aus. 6 mal 2. 6 mal 2 stelle ich hier jetzt auf. 2 mal 6, du hast es echt drauf. Und dieses Rechteck zeigt dir jetzt, wie es gemacht ist, auch nicht schlecht. Teilen jetzt! 6 Zweier! Und 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Teilen jetzt! 1 mal 12, Wechsel 2. Mal 6, Wechsel 3. Mal 4, drehen 4. Mal 3, Wechsel 6. Mal 2, Wechsel 12. Mal 1, teilen jetzt! 12 Einser! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Das ist der Wahnsinn, um es mal so zu sagen. Du wirst benommen sein und es kaum ertragen, was hier alles möglich ist. Wenn die Karte recht behält, liegt der Musterpalast genau hier. Oh. Willkommen im Musterpalast. Rund um die Uhr spielt man hier nur. Doch dieser Musterpfad steht euch im Weg. Seid tapfer auf der schmalen Spur. Folge dem Muster. Schon zur Stelle! Was war das denn jetzt? Die Blöcke sind rot, wie ich. Also sollte ich vielleicht vorgehen. Rot? 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 Die sind alle rot! Rot, 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 rot! Muster gültig! Zwei Punkte. Oh. Ich bin dran. Orange. Oh, oh, das zweite ist rot. Eins. Rot. Orange. Rot. Orange. Oh. Vervollständig das Muster. Oh. Ah. Rot.
Orange. Rot. Orange. Rot. Orange. Rot. Orange. Muster gültig. Ich. Gell? Oh, ist das nicht rot? Orange? Oh, gelb. Hä? Oh. Rot? Moment, wer kommt denn jetzt? Erst kommt rot, dann orange. Dann gelb, rot. Höp, orange. Höp, nun gelb, rot. Ha, orange. Nun gelb. Sag mir das Muster. Rot. Orange. Nun gelb. Hä? Muster gültig. Also das nenne ich aber mal ein Muster. Was sollten wir denn da machen? Grün, 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 Sprung übers leere Feld. Grün, 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 Sprung übers leere Feld. Grün, 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 Sprung übers leere Feld. Sagt mir das Muster. Das Muster ist, es sind vier Grüne. Dann eine Lücke und dann nochmal. Muster gültig. Quadrate. Handabdrücke. Sowas liebe ich. Hand? Rot. Hand? Rot. Hand? Rot. Moment. Eine Hand, zwei Hände, drei Hände. Alles klar. Es folgen vier Hände. Hand. Und dann kommt Rot. Eine Hand mehr jedes Mal. Dann kommt Rot. Muster gültig. Seht nur, wir haben das Ziel erreicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das war mustergültig. Den Musterpfad habt ihr geschafft. Habt ihr alle gut gemacht. Der Musterpalast steht euch offen. Jetzt wird darin ganz viel gelacht. Mustergültiger Palast! Was ist das, Quadrätchen? Ein Stab. Bring's zurück. Hey, warte auf mich! Quadrätchen! Ho! Du bist ganz platt geworden. Jep. Das sieht nach Spaß aus. Hey, ich bin jetzt so flach wie du. Ich bin ein Quadrat. Ein echtes Quadrat. Quadrätchen, ich glaube fast, wir sind nicht mehr im Zahlenland. Willkommen im Flachland. Hier leben alle flachen Formen. Ich bin eine Linie, eine gerade Linie. Zwei gerade Linien. Und wenn sich drei Linien zusammentun, ergibt das... Bam, bam, bam! Ein Dreieck. Ich habe 1, 2, 3 Seiten und 1, 2, 3 Ecken. Seht mich an. Und mich. Wir sind alles Dreiecke. Wow. Aber ihr seid alle so unterschiedlich. Quadrätchen, komm zurück. Entschuldigung. Tut mir echt sehr leid. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4 Linien. Hallo, Moment mal. Du bist gar kein Quadrat. Nö, ich bin ein Rechteck. Genau wie du habe ich 4 Seiten und 4 Ecken. Aber deine Seiten sind gleich lang, meine jedoch nicht. Wenn ich dich schon überrasche, warte mal, bis die anderen kommen. Hallo! 4-seitige Formen, stellt euch ihn mal vor!
Rechteck. Rhombus. Ich bin das Trapez. Drachen. Pfeil. Parallelogramm. Quadrat. Was für schöne Namen und was für schöne Formen. Rechteck. Rhombus. Trapez. Drachen. Pfeil. Parallelogramm. Quadrat. Quadrätchen, komm zurück. Hallo, wer bist du? Ich bin ein Pentagon mit 5 Seiten. High five! Oh. Holt euch ein Hexagon mitten rein. Dann zählt die Seiten, 6 sind fein. Hab ich ein Glück, hab sogar 7 Seiten. Ich bin ein Heptagon. Ein Heptagon? 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Pentagon. 6 Seiten, Hexagon. 7 Seiten, Heptagon. Oh, was für schöne Namen. Und was für schöne Formen. Was sagst du, Quadrätchen? Du willst nach Hause? Hey, nur keine Bange. Oktagon-Seiten reichen lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Seiten. Ich bringe euch nach Hause. Oktagon in 8-seitigen Flugkorb verwandeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korb. Ich bin ein Kreis. Ich habe nur eine einzige Rundung. Festhalten, Leute. Es geht los. Macht's gut, neue Freunde. Ich bin wieder ich und du bist du. Wir waren im Flachland und da gab es Dreiecke und ein Rechteck und ein Pentagon und ich war ein echtes Quadrat. Eure Tage der Heimtücke sind gezählt, schreckliche Zweier. 1, 2. Hab dich. Oktoblock. Seil springen. Dieses Seil besteht aus reinem Oktonit. Deine Superkräfte sind nutzlos. Das mag ja sein, aber ich kann immer noch sowas machen. Das Oktosignal. Meine Freunde werden hier in Kürze erscheinen. Und laufen uns so direkt in unsere fantastische Falle. Seid euch da nicht zu sicher. Oktoblock braucht uns. Aufteilen. Wir hier. Das verlief nicht sehr glücklich. Das dagegen schon. 7 plus 1 ist gleich 8. Oktoblock, Sprung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sprung! Schlangen und Leitern! Mein Lieblingsspiel! Lass es uns zusammenspielen! 2, 1, 2. Hey, da schummelt jemand! 6 plus 2 ist gleich 8. Oktoblock, klettern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klettern. So leicht schnappen die uns nicht. Nicht unter den Käfig gehen. Vielleicht könnte ich ja... Bleib stark, 3. Hey! Ich bin ein Star! Ich bin ein Star! Hey! Ich war noch nicht fertig! Jetzt das große Finale! 5 plus 3 ist gleich 8. Oktoblock biegen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biegen!
Ah. Oh. Hallo. Hallo. Oh, runde Teile. Die haben uns geschnappt. 4 + 4 = 8. Octoblock, platzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platzen. Gleich wirst du eingekucht, Spider-Block. Keinen Schritt weiter. Wir sind in der Überzahl. Haha. Mag ja sein, aber wir haben da noch ein oder zwei Tricks im Ärmel. 2 + 2 + 2 + 2 = 4 schreckliche Zweien ergeben einen Oktoschurken. Ha, du hast deinen Meister gefunden, Octoblock. Da hast du dich verrechnet. Octoblocks, vereinigen! Deine Tage sind gezählt. Dafür müsst ihr mich erstmal fangen. Octoschurken, Flucht! Aha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Flucht! Oh-oh. Tja, steckt der Schurke fest im Kuchen, hat er allen Grund zum Fluchen. Was könnte das sein? Oh, die 5 Freunde sind eingeladen zu einem 5-Sterne-Ball auf der 2-Palmen-Tanzfläche. Oh. Oh ja! Ich kann mein glitzerndes Stirnband tragen. Die 2 Palmen? Wo ist das? Wartet mal! Wo ist die 5? Wir können keinen 5- und Freundetanz ohne die 5 beginnen. Oh, warum warten? Schaut doch einfach mal her! Die 5 ist doch ein Teil von mir! Bereit? Bin die 6! Bin die 5 und 1! 5! Und 1! Ich habe auch eine 5 in mir. Bin die 7. Bin die 5 und 2. 5 und 2. Bin die 8. Bin die 5 und 3. 5 und 3. Bin die 9. Bin die 5 und 4. 5 und 4. Ich bin die 10. Ich bin 5 und noch eine 5. High five! 5 und 5. Da schau! High five! Zur Seite, nach oben, nach unten, zu langsam! Hey, wartet! Hier gibt es jetzt eine Menge Fünfer. Aber wo sind 6, 7, 8, 9 und 10? Wir können nicht starten, bevor nicht alle meine Freunde hier sind. Ja. Gehen wir sie suchen! Wow! Das müssen die 2 Palmen sein. Wow! Und schaut, 5 Fünfer. Oh. High five. Zur Seite, nach oben, nach unten, zu langsam. Wartet. Wo sind die 6, 7, 8, 9 und 10? Wir können nicht starten, bevor nicht alle hier sind. Hey, wir können Freunde finden. Bereit? 5 und 1 ist 6. 5 und 2 ist 7. 5 und 3 ist 8. 5 und 4 ist 9. High five! 5 und noch eine 5 ist 10. Jetzt kann die Party losgehen. Wartet mal. Wo sind 1, 2, 3, 4, 5? Wo sind sie? Schaut hier, über der glitzernden Linie. Seht ihr, wen ich sehe? Bereit? Bin die 6. Bin die 5 und 1. Bin die 7. Bin die 5 und 2. Bin die 8. Bin die 5 und 3. Bin die 9. Bin die 5 und 4. Bin die 10. Bin die 5 und noch eine 5. High five. Hey, wartet. Wo sind 6, 7, 8, 9 und 10? Lasst sie uns suchen. High five. Zur Seite, nach oben, nach unten, zu langsam. Wo sind bloß die 6 bis 10? Springt hier hoch, wirst sie gleich sehen. Bereit? 5 und 1 ist 6. 5 und 2 ist 7. 5 und 3 ist 8. 5 und 4 ist 9. High five! 5 und noch eine 5 ist 10. Jetzt aber
kann die Party losgehen. Wartet mal, wo sind 1 bis 5? Eins, zwei, drei, vier und noch eine 5. High five! Hey, wartet! Wo sind 6 bis 10? Das werden wir jetzt gleich sehen. High five! Wo sind bloß die 6 bis 10? Komm, das werden wir gleich sehen. 6, 7, 8, 9! 5 und noch eine 5 ist 10! Jetzt kann die Party endlich losgehen! Wartet mal! Wo sind die 1 bis 5? Hier sind wir! Aber wo sind bloß die 6 bis 10? Hier sind wir! Meine Freunde sind alle da! Jetzt kann die Party losgehen! High five! Zur Seite, nach oben, nach unten, zu langsam! High five! Eins! Ein wundervoller Mond! Eines Tages fliege ich ins All. So wirst du niemals auf den Mond kommen, Eins. Zähl einfach von 10 bis 1 runter. Bereit? Oh! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Auf dem Mond ist jetzt die 10. Auch meine Freunde werde ich hier bald sehen. 10 ergibt 9 plus 1. Ein kleiner Schritt für eine Zahl, ein großer Sprung für die Zahlenkinder. Auf dem Mond sind wir. Die 9 und die 1. Das war einfach. Echt lustig hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 9 Außerirdische! Und einer mehr ist 10! Wow! 9 plus 1 ergibt 10! Auf dem Mond ist wieder die 10. 2 neue Freunde werde ich gleich sehen. 10 ergibt 8 plus 2. Wir sind auf dem Mond, die 8. Die 2. Wie kamen wir hierher? Wir haben's vollbracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Außerirdische. Alle fahren nach Hause. Oh nein! Für die beiden ist kein Platz mehr. Keine Trauergeschichten. Octoblock wird's richten. Octoblock bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bauen. Zwei fliegende Untertassen. Gut gemacht. Oh, komm zurück. Es fliegt nicht los. Wow. 8 plus 2 ergibt 10. Hier bin ich wieder, die Zahl 10. 2 neue Freunde werde ich gleich sehen. 10 ergibt 7 plus 3. Wir sind auf dem Mond! Die 7! Die 3! Gleich haben wir Glück! Wir sind so frei! Hui! Schaut mal da, da ist der Reinschaltknopf! Geglückter Versuch! Achtung! Fertig! Los geht's! Oh, es ist zu schwer! 7 plus 3 ergibt 10! Hier ist wieder die 10. Bleibt mal stehen, um meine nächsten Freunde zu sehen. 10 ergibt 6. Plus 4. Auf dem Mond sind wir. 6 und 4. Das ist das Beste, sag ich dir. Spielen wir ein Spiel. Würfeln wir und... Oh! Das war so cool. Immer noch zu schwer. 6 plus 4 ergibt 10. Schnell, gleich ist die Zeit zerronnen. Noch 2 Freunde sollen jetzt gleich kommen. 10 ergibt 5 plus
5. Auf dem Mond sind wir. 5 von 5. Ein tolles Gefühl. Hier leben wir. Lass uns ihnen helfen. High five. Komm schon. 5 plus 5 ergibt 10. Die Zahlenblocks 1 bis 10 fliegen jetzt wieder nach Hause. Auf Wiedersehen. Für Abenteuer. Auf zum Zahlenblockschloss. Toll. Wie kommen wir rein? Vielleicht, wenn wir an diesem Griff ziehen. Wenn ich nur ein bisschen größer wäre. 5 ist größer als 4. Also wie bekommen wir die 5? Vier plus 1 ergibt 5. Sackgasse. 6 ist gut beim Würfeln. Wie bekommen wir die 6? 4 plus 2 ergibt 6. Hallo Freunde, hört meinen Rat. Ich würfel jetzt, weil ich so mag. Wenn der Würfel den Boden küsst, wisst ihr gleich, wohin ihr müsst. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Folgt mir. Sieben Türen. Welche Tür ist die richtige? Vielleicht kann 7 helfen. Wie bekommen wir die 7? 4 plus 3 ergibt 7. Oh, ich Glückspilz. Da lang. Einfach, ganz einfach. Folgt mir nur nach. Wir stecken fest. Nein, tun wir nicht. Schwingen wir uns an den Fahnenmasten rüber. Wir bräuchten jemanden mit sehr langen Armen, um uns so hoch zu strecken. 8. Wie bekommen wir die 8? 4 plus 3 plus 1 ergibt 8. Octoblock, schwingen. Hey. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Schwingen! Es klemmt! Quadrate sind stark. Ich versuch's mal. Wir brauchen ein größeres Quadrat. 9! Wie bekommen wir die 9? Plus 3 plus 2 ergibt 9. Danke. 1, 2, 3, 4. 4 Kronen. Cool. Kommen wir jetzt raus? Wenn die 10 hier wäre, dann könnten wir da durchfliegen. Wie bekommen wir die 10? Jetzt alle zusammen. 4 plus 3 plus 2 plus 1 ergibt 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ab geht's! 4, 3, 2, 1! Was für ein Abenteuer! Wir sind zwar kleine Zahlen, aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir die Könige und Königin des Schlosses! Zeige ich euch die große Galerie. Folgt mir alle!
wohl ist? Oh. 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 Ein magischer Spiegel. Hallo. Hallo. Ups. Ich habe mich soeben verdoppelt. So toll, neue Freunde zu finden. Oh, als nächstes machen wir die drei. Oh, Spieglein, Spieglein, ich bitte dich. Ich wünsche nur, verdreifach mich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh, wow. Dreimal die Eins. Eins plus eins plus eins ist gleich drei. Jetzt darf ich. Ich bin dran. Zwei Stück, bitte. Zweimal die Zwei. Zwei plus zwei ist gleich... Vier. Ich bin vier. Ich bin... Zweimal die Zwei. Die schelmischen Zweier. Der magische Spiegel ist sogar noch magischer als gedacht. Oh, die anderen wollen das bestimmt auch sehen. Oh, passt auf ihn auf, während ich fort bin. Und nicht damit herumspielen. Alles klar. Ich bin dran. Eins hat gesagt, wir sollen nicht. Ach, kommt schon. Das ist nur fair. Zwei Stück, bitte. Zweimal die drei ist sechs. Nummer sechs lässt's mit euch krachen. Doch warum aufhören? Noch mehr machen! Gute Idee. Drei Stück, bitte. Dreimal die drei ist neun. Ich bin drei Dreier, seht ihr? Vermutlich sollten wir jetzt lieber aufhören. Aber sieh nur, es sind schon so viele von uns hier versammelt. Wie überrascht eins sein wird, wenn sie zurückkommt und alle sind schon da. Also, abgemacht. Wir haben zwei, drei, vier und sechs. Oh nein, uns fehlt die fünf. Wie viel mal wer ergibt fünf? Mal sehen. Du. Oh. Ja. Drei Stück, bitte. Dreimal die zwei ist sechs. Bin die sechs, will, dass es kracht. Das hab ich schon mal gemacht. Zweimal die drei. Dreimal die zwei. Ich hatte auf eine fünf gehofft. Vielleicht kann ich ja helfen. Nein. Zwei Stück, bitte. Oh. Zweimal die vier ist acht. Nein, 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 wir brauchen eine fünf. Außerdem fehlen noch sieben und zehn. Wer will als nächster? Oh. Eine riesige Überraschung. Oh. Oh. Fünfmal die zwei ist zehn. Zehn können wir abhaken. Jetzt fehlen nur noch fünf und sieben. Der nächste. Oh, oh, Ich habe euch auf eine richtig große Überraschung gefasst. Eins im Anmaß, versteckt euch. Wieso bekommen wir denn keine fünf und keine sieben hin? Ich bin nicht da. Da, Überraschung. Ein magischer Spiegel. Das ist die große Überraschung? Ah, aber was würdet ihr sagen, wenn ich ganz viele Zahlenblöcke auf einmal erscheinen lassen kann? Also das wäre wirklich etwas... Also das sieht man auch nicht alle Tage. Ein Außerirdischer. Ah. Wow. Lebst du da oben? Keine Sorge, Astronautenfreund. Ich lasse dich nach Hause düsen. Gut festhalten. Zehn, neun, acht. Oh. Ich würde sagen, er baut einen Turm. Dafür braucht es wohl mehr Blöcke. Oh! Auf
aufhören. Das kitzelt. Oh. Bauen wir einen Turm. Jetzt ich. Das sieht spaßig aus. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Form annehmen kann. Hey, will auch lachen. Darf ich mitmachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit das Gebäude schneller wächst. Oh, schön. Glück gehabt. Das passt nicht. Das auch nicht. Und das nicht. Versucht's damit. Yay! Anfängerglück. Zahlenblöcke an die Arbeit. Der ist dann schön. Bin ja ich. Das dauert ja ewig. Seht mal hoch, wer hätt's gedacht? Im Weltraum man das Gleiche macht. Wir können uns auf halber Strecke treffen. Alle wieder an die Arbeit. Weltall, wir sind unterwegs. Falscher Alarm. Oh! Oh nein. Oh. Hilfe! Rief hier jemand nach Hilfe? Octoblock eilt zur Rettung! Octoblock baut! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bauen! Los, Octoblock! Gleich geschafft! Baum fällt! Hoch! Du nach oben, wir gehen runter. Mach's gut, Astronautenfreund. Gut gemacht, Team. Eine erfolgreiche Mission. Nun ja, größtenteils zumindest. Der Freund ist nun dank uns im All. Der Turm jedoch steht nicht so prall. Was für ein Glück! Jetzt können wir was anderes bauen. Eine Rakete! Ein Haus!